So, Hallöchen. Ich hoffe, jetzt ist es wieder besser. Ich habe extra den Stream neu gestartet, die Aufnahme kurz pausiert und nochmal alles neu gestartet. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Jetzt hört er mich wieder vernünftig. Das wäre schön, das wäre traumhaft. In der Zwischenzeit, bis ich eine Antwort kriege, trinke ich mal eben schnell. Ist besser, ich hoffe es. Hängt der Stream immer noch? Aber Hauptsache, da erschreckt die Frau mich gerade. Kommt einfach rein, weiß nicht, ich habe ja Headset auf, hört nichts. Und steht dann einfach hinter mich und tippt mich an die Schulter. Der Stream lädt noch, okay. Aber ich kann mir echt nur vorstellen, dass es an Twitch liegt, weil wir haben ja schon eine Aufnahme von Era gemacht, eine Live-Aufnahme, und da gab es ja echt keine Probleme. Ich denke einfach, dass im Moment einfach alles überlastet ist durch WoW. Ihr seid nur eine weitere Prüfung. Lädt noch, oder? Ja. Ich hoffe, es ist besser. Ich hoffe, ich bin wieder auf Sendung und die Roboterstimme ist weg. Vor allem, es sagt keiner was. Hilfe! Leute, ich bin auf euch angewiesen. Sonst mache ich einfach so weiter, wie es gerade ist. So, 6 von 8 Seiten. Ihr seid nur eine weitere Prüfung. Ich hoffe, jetzt ist alles in Ordnung. Ich gucke die ganze Zeit in den Chat, ne? Weil ich Angst habe, dass es immer noch ist. Aber ich bin echt froh, dass ihr das mir auch immer mitteilt. Wenn da irgendwie was nicht stimmt. Hab Standbild. Ah, okay. Und Susi? Susi schreibt auch nicht mehr. Hilfe, was ist los? Ansonsten gehe ich mal ganz kurz rüber zu Susi und oh, da ist ein Schatz, da ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Gehe ich mal kurz rüber zu Susi und frag sie mal. Schütz den Tempel! Jetzt besser, okay. Da bin ich ja froh. Also ich kann mir echt nur vorstellen, dass das von Twitch kommt, weil das tritt Stream lädt. Ah, okay, Stream lädt. Ich habe echt keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was ich halt machen kann. Stream neu starten und so, wir haben jetzt hier wieder Artefakt macht für das Dora bekommen. Läuft wieder, okay. Also das ist das Einzige, was ich im Moment machen kann gegen dieses Stottern und Laggen, den Stream neu zu starten und zu hoffen, dass es dann besser ist. Weil ich wüsste echt nicht, woran es liegt, außer dass es einfach überlastet ist. Weil überleg mal, wie viele Leute jetzt bestimmt WoW spielen, wie viele Leute jetzt bestimmt streamen. Es ist Wochenende, das kommt auch noch dazu. Ich denke nicht, dass es an unserer Internetleitung liegt. Ich denke eher, dass es an Twitch liegt. Weil so hatte ich ja letztes Mal, wie gesagt, beim Era-Stream nie Probleme. Von daher kann ich mir nur das vorstellen. Es hat vielleicht ab und an mal geleckt, weil die Internetverbindung auf einmal ein bisschen eingebrochen ist, aber das ist halt
Es kann halt mal vorkommen, dass die Internetverbindung einbricht. Aber vielleicht führen sie auch deswegen Wartungsarbeiten an unserem Internet. Ich habe nämlich heute eine E-Mail bekommen, dass die am Dienstag Wartungsarbeiten machen wollen. Vielleicht führen sie deswegen auch die Wartungsarbeiten durch. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, wir kriegen gleich 46.000 EP, weil wir fast die Quest jetzt hier fertig haben. Ja, gestern dachte Susi, dass es an ihre Kopfhörer liegt. Aber die Kopfhörer sind sowieso leicht gedamaged, von daher müssen wir morgen mal gucken, dass wir ihr neue besorgen. Ja gut, die sind auch wahrscheinlich schon nicht mehr die jüngsten, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange hast du die? Bestimmt 4-5 Jahre, ne? Da kann sowas mal kaputt gehen, würde ich sagen. Meine Schnurlosen. Oh, da ist wieder ein Ramob. Meine Schnurlosen habe ich jetzt auch schon seit fast 2 Jahren, ne? Aber die sind definitiv noch top. Aber blöd ist es, wenn die auf einmal das Akku leer geht in der Aufnahme, weil du einfach mal so 16 Stunden am Stück irgendwie am PC hingst und das Akku einfach leer geht. Oder vergessen hast, sie zu laden am Tag davor. Aber dass ich das letzte Mal so lange am PC hing, ist schon Ewigkeiten her. Das war, wo ich mal krank war. Da hing ich so lange davor. Weil ich da ganz viel aufgenommen habe. Ja, 5 Jahre. Siehst du, habe ich ja gut geschätzt. Also ich denke mal, so alt wie dein... Mir hängt ständig das Stream. Oh Mann, ich hasse Twitch. Ja, ich hasse manchmal auch Twitch. Ich könnte es natürlich auch auf YouTube streamen, aber ich finde, Twitch ist da irgendwie ein bisschen komfortabler als YouTube. Weil auf YouTube, da siehst du alles. Da siehst du alle meine... Oh, abgeschlossen. 46.000 EP bekommen. Da siehst du halt alles, was auf meinem PC passiert. Oh, ein Helm. Wir haben einen Helm. Und zwar einen, den mein Schamane auch trägt. Und den finde ich einfach nur sau hässlich. Aber egal. Naja, da siehst du auf YouTube, siehst du halt alles, was auf meinem PC passiert. Aber man will ja nicht immer alles zeigen, ne? Und da ist Twitch halt dann komfortabler, weil du dann einstellen kannst, okay, zeige diesen Monitor, zeige jenes, zeige mach hier, mach da, mach jenes. Da ist Twitch auf jeden Fall komfortabler. Und eigentlich auch ein bisschen besser. Aber es hat natürlich auch seine Nachteile, so wie zum Beispiel jetzt das Stottern. Ich wette, das kommt davon. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wette... Die Lags sind ja genauso. Und da ist übrigens die letzte Priesterin. Und die hat uns die letzte Seite... Nein, die vorletzte Seite gedroppt. Ihr werdet an meinem Schild zerschellen! Viel Spaß mit dem Bär. Aber ich habe manchmal auch Probleme bei Twitch, wenn ich jemand anders zugucke. Manchmal hängt es dann auch. Gerade wenn ich jetzt so über Handy gucke oder so, dann ist Twitch... Weil manchmal habe ich halt keinen Bock, den PC oder den Laptop anzumachen und mich dann ins... also beim PC muss ich natürlich davor sitzen. Beim Laptop wiederum müsste ich auch mehr oder weniger davor sitzen. Aber der ist halt ein bisschen unkomfortabel beim Schauen aus dem Bett raus. Und dann würde ich gerne das Handy nehmen, aber das leckt dann auch wie Hölle. Und ja, Twitch hat da noch so einige Performance-Probleme, von daher. Vielleicht liegt es aber auch an OBS. Ich weiß es nicht. Weil OBS will die ganze Zeit, dass ich es update, aber ich habe Angst vor einem Update, weil sonst meine ganzen Sachen wieder weg sind und ich wieder alles neu einstellen muss. Das wäre richtig kacke. Vielleicht mache ich ja mal morgen ein Update von OBS und dann beobachten wir das nochmal mit dem Mikrofon, ob das dann wieder so stottert und zottert. Weil das Mikrofon kann an sich nicht kaputt sein. Das ist neu, mehr oder weniger. Das ist jetzt vielleicht ein Jahr alt. Das habe ich mir geholt, damit Susi und ich zusammen spielen können und zusammen in einem Mikrofon babbeln können, ohne dass es doppelte Tonspuren gibt und sich das überlagert und doof anhört. Und ich schätze mal nicht, dass das am Mikrofon liegt. Ist das Ding denn eigentlich? Es ist so gut wie kalt, also daran kann es auch nicht liegen, das ist auch nicht überhitzt, das Interface. Genial, ich krieg den Priester hier mit. Ich kann das nicht angreifen. 8 von 8, dann gehen wir mal die
Gedichte hier ab. Gibt 15.000 Erfahrungspunkte, die haben wir ja schon besiegt. Diesen Ramop hier. Dann sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Ach, Aspirantin, ich habe gerade Aspirin gelesen im ersten Moment. Stille. Ja, ich bin ganz still. Welches Glück soll dieser Fluch? Ich hoffe, dass ihr gute Neuigkeiten für mich habt, Jäger. Natürlich haben wir gute Neuigkeiten für sie. Aszendentinnen. Aszendentenriten, so. Die Gravur. Boah, lass mich in Ruhe, ich will hier nicht. Komm, ich helfe mal eben, damit er uns hier in Ruhe lässt. Ah, betäubt. Top. Ich brauche mein Ziel. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Versucht den Segen an den vier Schreinen im Tempel von Skold Aschil zu erlangen und dann mit der Statue zu kommunizieren. Okay, dann holen wir uns mal die Segen ab. Aber dazu müssen wir erstmal die Aspirantinnen hier töten. Die Aspirine. Ich gerade gelesen habe, Aspirin, aber die sind auch. Wow, die sind ein bisschen heftiger, ne, als die anderen. Ey, hier! Seid meine Schwinge! Es war ein glorreicher Tod! Aber ich muss auch sagen, wir haben echt gut vorgelegt. Dafür, dass wir heute so Probleme haben, haben wir schon 76%, ne? Da bin ich ja schon ganz froh drüber. So, dann holen wir uns hier mal den ersten Segen ab. Der Speer. Mhm. Da ist das Schild. Okay, bis jetzt haben wir noch keinen Kampf mehr machen müssen. Hier vorne aber wahrscheinlich wieder. Deswegen pulle ich die schon mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich die da auch mitpullen, oder? Nee, noch nicht. Die ist noch ein bisschen außer Reichweite. Aber wir haben ja auch die Flugviecher, die ganze, hier die Raben und so die ganze Zeit gepullt. Von daher hätte ich mir das vorstellen können, dass wir die auch noch pullen, ne? Aber hier sind zwei. Und ich befürchte, dass wir wieder was pullen. Nein, tun wir nicht. Ah, aber den Rahmen hier, den Adler, nicht den Raben. Ich brauche ein Ziel. Geh sterben, Adler. Lass mich in Ruhe. Oh, fuck. Doch, ich bin des Aufstiegs würdig. Fuck, ich habe da vorne wieder eine gefunden. Sammy ist tot. Ich kann mich nicht totstellen. Das ist ja ganz prima und prickelnd. Schnell Sammy wieder beleben. Wir kriegen das vielleicht doch noch gebacken und auf die Kette hier. Ohne dass wir sterben. Das wäre natürlich praktisch und schön. Aber ich vermute, wir werden sterben, oder? Eher nicht. Unser Todstein ist auch wieder bereit. Die Hallen der Tapferkeit warten. Ach ja. Drei Seide wieder. So, die Schulterstücke. Und dann müssen wir noch da drüben die erledigen. Und den Helm. Und jetzt müssen wir versuchen, mit der Statue zu kommunizieren. Das machen wir doch jetzt auch gleich. Aber erstmal besiegen wir die eine hier noch. Können wir auch wieder hochlaufen? Ja, oh toll, wir hätten uns diesen Weg über die Brücken sparen können. Naja, egal. So, dann versuchen wir mal zu kommunizieren. Versucht Näheres über die Statue herauszufinden. Wie bitte? Der Held von Helheim verlangt Zutritt zur Kammer? Ich weiß, ihr seid würdig. Ich gewähre euch eine Audienz bei Aeir. Ihr dürft eintreten, doch erwartet nicht, dass Aeir euch so schätzt wie ich. Findet euer Schicksal in der Kammer. Möge Aeir euch Flügel geben. Flügel? Okay. Dann gehen wir mal in die Kammer. Ach, Sylvanas steht jetzt sogar hier vor.
die einfach mal die drei Wächterinnen hier ausgeschaltet. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das ist Schmuck und das ist wieder ein Helm. Wie sieht der aus? Der sieht genauso aus wie unserer, ist aber besser und wir kriegen wieder Artefaktmacht. Und ich glaube, dann haben wir das Gebiet hier auch durchgequestet. Die Kammer von E hier. Sylvanas gefolgt. Video? Oh, türkische Banshee! Ihr wisst nicht, mit welcher Macht ihr spielt. Beugt euch. Die Walkür sind mein. Warum tut sie das? Sylvanas, euer Streben nach Unsterblichkeit hat euch verwundbar gemacht. Jetzt spürt ihr meine Rache! Für Varia! Für Genea! Für meinen Sohn! Ich habe euch wohl überschätzt, alter Wolf. Ihr nahmt meinem Sohn seine Zukunft. Und jetzt habe ich eure genommen. Oh mein Gott. Erstens, warum tut Sylvanas das? Zweitens, die Rache von Gen ist einfach in meinen Augen mehr oder weniger unberechtigt. Drittens, Hilfe, was ist hier gerade passiert? Ach du heilige Maria Gottes. Eieieiei. Tja, Sylvanas ist damit nicht mehr unsterblich. Und ich habe das Gefühl, dass Sylvanas eventuell im nächsten Add-on besiegt werden muss. Irgendwie habe ich das im Urin, aber naja, ich weiß es nicht. Da müssen wir wahrscheinlich uns noch 2 Jahre gedulden. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Aber erstmal kümmern wir uns um die Legion, ne? Oh, sogar episch. Geheimnisse der Schildmeiden und den Erfolg haben wir bekommen. Vrykul-Status. Und 250 Ruf bei Valaya. Doch, Valaya. Genau, Valaya. Wir haben die erste Ruffraktion wirklich entdeckt. Und ein echt geiles Item gerade bekommen. Und wir holen uns die Artefaktmacht. Das sind 20 für unser Artefakt. Und hier nochmal. Nochmal 100 und wir können wieder was Neues für unseren Artefaktbogen lernen. Wow, sagt Susi. Wow, ja, das das muss ich erstmal ordnen. Also, ich weiß nicht, wie ich das im Moment einzuordnen habe. Klar, er will Rache für seinen Sohn, klar, verstehe ich, ne? Aber er denkt ja auch, wir hätten ihn verraten, aber dabei war es nur ein taktischer Rückzug, weil unser Kriegshäuptling verletzt wurde. Es ist tricky. Es ist echt tricky. So. Ich vermute, ein richtig harter Kampf zwischen Horde und Allianz wird noch entbrennen nach Legion. Darauf wird sich vielleicht das nächste Add-on irgendwie konzentrieren. Und dann müssen wir vielleicht sogar Sylvanas töten, so wie Garrosh damals. Würde ich spekulieren. So, mal eben kurz verkaufen. Es ist so... Es ist einfach nur so Hammer, ey. Ah, schon 625.000 Gold. Schön, der und mein Goldstatus, der wächst immer weiter. Gut, dann gehen wir mal dahin und vielleicht sind da ja auch noch ein paar Quests. Ich weiß es nicht. Ich vermute es nur. Ich sehe nichts. Die Bäume sind im Weg. Nur, wie kommen wir dahin?
besten. Ich würde sagen, wir folgen diesem Weg, gehen dann hier irgendwie rüber. Aber da ist auch Graumähne irgendwas. Irgendein Lager von Graumähne, wa? Und Sturmheim haben wir dann fast durchgequestet. Und sind fast 104. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was wir gerade gesehen haben. Aber es war geil. Habt ihr irgendwelche Theorien vielleicht? So, hier waren wir ja schon gestern. Aber wir müssen mal abbiegen irgendwann jetzt. Wenn wir hier überhaupt abbiegen können. Nein, geh weg, Legion. Hau ab, ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Wir können hier gar nicht abbiegen, ne? Wir stürzen hier wahrscheinlich hinterher in den Tod, wa? Ja, okay, wir können hier gar nicht lang. Shit. Habe ich natürlich alles falsch gemacht, was ich nur falsch machen kann. Und ich pull immer mehr, das ist natürlich auch super. Da komme ich auch nicht hoch, nein. Aber hier komme ich hoch. Und da will ich nicht runter. Also wir müssen hier irgendwo hin. Da unten ist das Lager, hier so. Von den Allies. Da liegen auch Schiffe verankert. Ich muss da irgendwie anders hin. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Man kann Sylvanas ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich vertraue ihr einfach nicht. Aber das sagte ja auch schon Vol'jin in der Pre-Quest sozusagen, wo er gestorben ist. Sylvanas, ich habe euch nie vertraut, aber ihr müsst jetzt die Horde leiten. Die Loa Geister haben das so gesagt. Und die verfolgt immer nur ihre eigenen Ziele, unabhängig von der Horde. So sehe ich das nämlich auch. Und so ist es eigentlich auch. Und deswegen vertraue ich ihr nicht. Wer weiß, vielleicht werden wir ja sogar eines Tages zum Kriegshäuptling ernannt. So wie wir im Moment die Kriegshäuptlinge wechseln in der Horde, wie andere Leute Unterhose. Ne? Er Thrall, jahrelang Thrall. Dann kommt auf einmal Garrosh, dann stirbt Garrosh, dann kommt Vol'jin, dann stirbt Vol'jin jetzt. Nach einem Add-on, die Vol'jin, der Vol'jin war gerade erstmal ein Add-on lang Kriegshäuptling, stirbt jetzt Sylvanas. Vielleicht ist die auch nur ein Add-on. Vielleicht kommt dann ja Bane oder was weiß ich wer. Oder wir. Ihr werdet ein Festmahl für die Krähen. Nö, 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 nö. Ich werde kein Festmahl für die Krähen. Das werdet ihr, wenn überhaupt. Aber ich mache ein Festmahl aus Krähen. Sobald ich kochen gelernt habe für Legion. Oder in Legion. Ah, da ist Erz, da ist Erz, da ist Erz, da ist Erz. Einmal hier um die Grauwacht rum oder reiten. Das ist wahrscheinlich die Basis der Allianz, würde ich einfach behaupten. Deswegen reite ich da mal eben vorsichtig drum rum. 466. Ja gut, wir haben auch keinen Erholbonus mehr. Wie heißt das? Triergott. Irgendwie sowas bestimmt. Irgendwas mit Gott. Teufelschiefer und Lechstein. Teufelschiefer und Lechstein. Lass mich da hoch. Da ist Teufelschiefer irgendwo. What the fuck? Was ist das denn? Ah, hier sind auf jeden Fall noch Quests, weil da ist ein Questmob und wir waren hier noch nicht am Questen. Aber ich sehe hier auch keinen Haken, wie ich jetzt da hochkommen könnte, um das Erz zu bekommen. Na. Gut, dann lassen wir das erstmal. Und ich schnapp mir mal wieder hier meinen Wasserschreiter. Ich bin mal gespannt, wo die Quests hier sind. Für das Gebiet. Oder sind das vielleicht Quests für die Allies? Da oben sehe ich was. Muss ich mir holen. Führt kein Weg dran vorbei. Allein schon wegen der Artefaktmacht.